Heute ein neues Video. Heute mal ein ganz was Spezielles. Sage ich ja immer meistens. Ich meine, es ist immer speziell. Also von daher, aber heute wirklich mal, wie würden wir es bezeichnen? Einen Exoten würden es manche Leute bezeichnen, weil wir machen ja doch viel VAG, Opel, Porsche, Mercedes, BMW und so weiter und so fort. Und wenn man halt dann mal sowas hat, wenn man so einen Toyota oder mal einen Mustang hat oder einen Mini hat oder irgend sowas, dann ist das doch ein bisschen anders. Auch so wie Mazda und Konsorten, aber meistens halt, sage ich jetzt mal, wenn wir ein Video machen, wollen wir euch ja auch zeigen, dass eine gewisse Radreifenkombination auch verbaut ist. Und wenn sowas dann nicht gegeben ist, wenn er nur original Räder drauf hat, ist es halt für ein Video ein bisschen zu wenig. Ne? Und deswegen haben wir viele Autos auch schon gemacht, wo wir kein Video gemacht haben. Aber in dem Fall jetzt heute haben wir natürlich auch geile Schnitträder mit dabei, ne? Die wo auf dieses Fahrzeug draufkommen und dementsprechend halt auch eine Größe haben, weil viele fahren ja serienmäßig eigentlich 20 Zoll drauf und da haben wir halt die 21er und die 21er Schmidt, die kommen auf dein Auto dann schon richtig fett rüber. Du kannst ja sogar noch größer gehen bei einem Auto, aber das muss jetzt gar nicht sein, weil wenn man gewisse Performance noch haben möchte, sage ich jetzt mal, dann funktioniert das auch dann dementsprechend mit der 21 Zoll mit einem schönen Conti-Reifen da drauf. Ne? So, was ist verbaut? Simon ist gerade fertig geworden mit Einbau. Jetzt geht es dann noch ans Feinjustieren, geht es dann noch an die Achsvermessung und so weiter und so fort. Und dann geht es ab zum TÜV. Wir haben gepfeffert V3 mit verstellbaren Sturzumlagern, sogenanntes Clubsport verbaut. Kennt ihr auch von den anderen Fahrzeugen schon immer, was ist der Unterschied zu den normalen Fahrwerken? Es gibt ja für dieses Fahrzeug eine stahlverzinkte Version. Hier haben wir natürlich die Edelstahlversion in der Variante 3 mit der Druckstufenverstellung, unten das schöne Rädchen dran, ne? Unten am Dämpfer, ne? Hier sieht man es. Und dann haben wir auch noch ein Stützlager, das sieht man auch von unten hier, haben wir ein Stützlager sogar auch mit der gummigelagerten Version, weil der Kunde das als Upgrade-Version haben wollte. Also diese Version, was hier verbaut ist, ist diese gummigelagerte Upgrade-Version. Genau. Zugstufenverstellung sowieso, ne? In der Variante 3, Druckstufe unten, Zugstufe oben, Ausfederweg, Einfederweg, ne? In der Variante 3. Dasselbe haben wir dann auch an der Hinterachse. Serienmäßig sehr kurzer Dämpfer hinten drin. Dementsprechend auch hier nochmal kurzer Dämpfer, auch dementsprechend mit Rebound gebaut. Also, dass wir Ausfederweg haben wir nochmal zusätzlich eingekürzt bei dem Fahrzeug. Dann mit einer Formfeder eigentlich machen wir immer zweiteiliges Rennsportfedernsystem. Aber bei dem Auto ist es so, dass dieser Aufnahmepunkt bei dem Fahrwerk mit diesem großen Gewindeteller gar nicht anders lösbar ist. Das heißt, mit Karosserieeingriffen ja, aber wie gesagt, ja, muss man alles absprechen mit dem Kunden. Möchte der das haben? Ja, nein, weil wir doch auch schon auch mit HLS gebaut haben und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder ein zweiteiliges Rennsportfedernsystem in dieses Fahrzeug, wo wir dann dementsprechend auch Adapter und so weiter und so fort haben. Ja. Genau, so sieht das jetzt schon mal aus. Also wie es jetzt auf der Bühne aussieht, wie das Fahrwerk aussieht, dass ihr das mal seht. Was verbaut ist und dann kommen jetzt mal die Räder drauf und wenn er wieder auf den Rädern steht, dann geht es wieder weiter. Fortsetzung von dem Video, was wir davor gehabt haben auf der Bühne. Da habt ihr ja das Fahrwerk schon beobachten können, betrachten können, bewundern können, wie man es so schön nennt. Nun das fertige Produkt. Was der TÜV zulässt, mit Verschränken, mit allem drum und dran. Sprich, wie mit den 21 Zöllern, so wie er jetzt dasteht, mit der dementsprechenden Reifenbestückung. Ich glaube, ich würde jetzt mal tippen, ich habe jetzt nicht gefragt, aber ich glaube 10 und 12 mal 21. Weil 10er mit 265, 30, 21 oder vielleicht 9,5er. Keine Ahnung sein. Weil auf der 10er zieht sich der Reifen, den 265er kenne ich gut. Ich gehe davon aus, dass es ein 9,5er ist und hinten, dass es ein 12er ist oder ein 11,5er. Also von daher schaut es mal gar nicht schlecht aus. Auch die Carbon-Spiegelkappen, was er da noch geordert hat, ist ja auch nicht typisch bei dem Fahrzeug, sage ich jetzt mal. Macht auch das Ganze noch ein bisschen cooler. Und die Streifen sind, glaube ich, Serie, hm? Die Streifen. Das schaut nicht so indirekt, ein bisschen von leicht nach irgendwie dunkler, dass das ein Aufkleber ist. Von der Weite würde man meinen, es ist lackiert. Schaut richtig mega aus. Gepfeffert V3-Version mit verstellbaren Sturzumlagern. Sturztechnisch haben wir jetzt so eingestellt, dass das Auto geil fährt, dass du auch richtig geile Performance hast und trotzdem noch bodenfreiheitstechnisch alles erfüllst, so wie es sein muss. Ja?
Jetzt würden wahrscheinlich der eine oder andere fragen, gibt es da auch die Möglichkeit, das Ganze noch mit HLS noch ein bisschen auch zu upgraden? Das ist richtig. HLS wäre nur an der Vorderachse möglich, wie ich davor schon gesprochen habe. Da hätten wir noch genügend Restgewinde, um hier einen Zylinder zu verbauen. An der Hinterachse müssten wir leider an die Karosserie gehen und das funktioniert dann halt wieder nicht, je nachdem, was der Kunde halt möchte. Genau. Das ist jetzt die V3 mit Stutzumlage in der Edelstahlversion. Dann haben wir auch gesagt, es gibt ja noch diese stahlverzinkte Version in der Variante 2 mit verstellbaren Stutzumlagen und in der Variante 3 auch in der stahlverzinkten Version. Genau. Was ist noch bei dem LAE? Speziell die Auspuffanlage. Er hat drunter die Grail-Auspuffanlage. Hört sich richtig, richtig kernig an, passt auch optisch, finde ich richtig, richtig gut. Auch von den Endrohren her, nicht zu überladen, nicht zu extrem. Finde ich richtig, richtig megamäßig. Gut, was soll man sagen, V8 Sauger, hört sich ja immer gut an, dann kein OPF und so weiter und so fort. Also die hören sich ja original eigentlich schon gar nicht schlecht an. Auch mit dieser Carbon-Entenbürzel, so wie man diesen Porsche hätte, sage ich jetzt mal, passt auch wieder ganz gut dazu. So ein paar Gimmicks. Für meinen Teil würde ich den Tech-Diffuser noch in Carbon machen, wenn ich so wäre, die Frontlippe und das Plastik da an der Seite würde ich dann wahrscheinlich dann auch in den Carbon machen. Würde ich jetzt, bloß jetzt für mich, aber wie gesagt, sehen das seine. Auch innen drin finde ich die Autos mittlerweile richtig, richtig cool. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis muss man echt sagen, richtig schönes, dickes, griffiges Lenkrad, richtig Muscle-Car-mäßig, so wie Oldschool. Ne? Und auch die Recaro-Sitze, die drin sind, haben geben guten Seitenhalt, auch mit der Gurtdurchführung. Dass du da natürlich auch noch einen Bügel reinmachst oder so und mit roten Gurten spielen könntest, sage ich jetzt mal, hättest du halt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten das Ganze. Gut, die Andeutung ans Carbon in dem Wassertransferdruck, sage ich jetzt mal, ist Geschmackssache, fällt aber auf den ersten Blick gar nicht so auf, finde ich gar nicht so uncool. Das schwarz glänzende Armaturenbrett und abgesetzt mit diesen Carbon-Optik. Wir kennen sie ja von den Audis und so weiter. Ist halt ein bisschen schwierig, weil man alles gerne alles verkratzt. Aber so finde ich ihn jetzt gar nicht so billig, wie sie immer schimpfen, dass die amerikanischen Autos aufgebaut sind. Ich muss man sagen, V8 mit Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hier hat, sage ich jetzt mal, ist schon richtig, richtig gute Entscheidung. Vor allem, weil man halt die nicht so oft mehr sieht, die Fahrzeuge. Und doch mehr seltener sind. Und wenn man sie sieht, dann sind sie original. Auch mit der Bremsanlage, die in dem Ton quasi jetzt finde ich auch wieder richtig, richtig cool mit dem Rot, mit dem Schwarz. Das wäre eigentlich genau mein Style. Also von daher, ich werde noch vielleicht, gut, hochglanzverdichtete Felgen würden jetzt wahrscheinlich hier nicht passen, weil halt viele schwarze und dunkle Applikationen sind. Aber finde ich richtig, richtig gut. Auch die Wahl von der Felge vom Design her. Gäbe es natürlich auch noch andere, die wo ein bisschen mehr Konkavität hätten, aber muss ja nicht zwingend sein. Ich finde es gut, so ist es. Also. Das ist heute schon mal ein kleiner Einblick an diesen Exoten, wo wir uns euch heute schon gezeigt haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Demnächst gibt es wieder was Geiles. Sind dran, dass wir euch noch ein bisschen mehr versorgen mit spezielleren Fahrzeugen. Nicht immer das Gleiche, wie manche Leute immer behaupten. Und suchen für euch immer natürlich spezielle Fahrzeuge raus. Also, in diesem Sinne. Sollen wir mal hören? Ha? Hören? Sollen wir starten auch mal kurz? Und fragen wir mal, ob wir dürfen. Wir wundern uns alle, wie funktioniert das alles? Bei den deutschen Fahrzeugen funktioniert es anscheinend nicht, aber bei den Diamonds haben es drauf. Importieren das mal schnell, sagen, hey, ja, ihr lebt damit. Bei uns drüben, wir haben einen Abgasskandal gehabt in den USA, bei uns hier in Deutschland, schicken wir euch die Autos rüber. Scheißegal. Krass, oder? Noch einmal.